Wenn ihr euren Hass auf 2020 nochmal gut wettwerden wollt, also, ne, da habe ich eine billige Alternative, wie ihr euren Hass gegen 2020 wirklich freien Lauf lassen könnt. Herzlich willkommen, wir schreiben mittlerweile das Jahr 2021 und auch hier meine besten Grüße hier und auch vor allem vom lieben Herrn Krypto hier. Frohes neues Jahr und vor allem ein gesundes neues Jahr. Wir hatten ja ein sehr beschissenes Jahr. Es war vielleicht nicht alles schlecht, das seht ihr jetzt beispielsweise an meinem Kanal. Das ist schon ein gutes Stück gewachsen in 2020 und ja, ist leider nicht alles gut. Dieser dunkle Schatten namens, den Namen, den ich nicht aussprechen will. Ja, der hat dann schon einiges vermiest, aber wir lassen uns dennoch nicht hier die gute Laune hier vermiesen. Und ja, in diesem Sinne ein frohes neues Jahr 2021. Ich wünsche alles, alles Gute, viel Gesundheit vor allem, das ist das Wichtigste. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so euer Silvester verbracht habt und ja, generell so, wie es euch geht und alles. Ich hoffe doch gut und ja, ich möchte mich mal bedanken, ganz ehrlich. Ich mache echt Bock mit euch. Das macht echt Spaß wie Sau und ihr könnt auch gerne neue Vorschläge für neue Projekte unten in die Kommentare schreiben. Keine Angst, ich habe schon selber viel in meinem Hirn gebrained, was wir machen werden. Ich werde viele alte Sachen auch machen. DayZ ist ein großer Punkt, was wir machen werden. Dann, jetzt finde ich es gerade nicht, Arma 3, Altes Life, will ich eventuell auch mal wieder reingucken. Nicht eventuell, ich habe schon runtergeladen. Und Red Dead Online will ich auch mal reingugeln. Ups, aber ja, habe ich schon ein bisschen mehr gezeigt. Ja. Red Dead Online, Ark eventuell, Conan Exiles vielleicht. Das ist aber noch nicht ganz so hundertprozentig in trockenen Tüchern. Was auf jeden Fall noch kommen wird, ist vielleicht Rust nochmal. Rust ist auch sehr interessant. Und noch einige andere Sachen. Yu-Gi-Oh! Auch noch. Also es sind viele auf dem Plan. Ihr könnt aber auch gerne Sachen in die Kommentare schreiben. Denn in die Kommentare kommen meistens die besten Ideen und Wünsche raus, wo dann alle glücklich sind. Ich versuche ja, habe ja hier ein riesiges Spektrum an Games, was ich euch bieten will. Und anderes Zeug und Unboxings und. Na, Krypto, alles gut. Und ja. Zu guter Letzt, das Video soll ja nicht hier zu lang werden, dass es heute noch online kommt und alles, ne? Wie gesagt, schöne Grüße alles und jetzt noch zuletzt ein kleiner Tipp. Wenn ihr euren Hass auf 2020 nochmal gut wettwerden wollt, also, ne? Da habe ich eine billige Alternative, wie ihr euren Hass gegen 2020 wirklich freien Lauf lassen könnt. Das Einzige, was ihr dazu braucht, das hier ist übrigens ein Lifehack, ist ein Kalender von 2020. Ich weiß nicht, ob man es hier so gut sieht. Hier steht die Scheiß 2020. Ne? Braucht ihr einfach nur so einen netten, lieben Kalender. Ja? Klar könnt ihr euch euer Handy aufnehmen, ne? Aber es, denke ich, wird teurer. Ne? Und jetzt haben wir hier schön die 2020 stehen und da fällt der Kalender gar voneinander. Ja gut, okay, dann ja, wie machen wir weiter? Und dann lasst ihr euren Zorn richtig freien Lauf. Ich bin ja eh ein Jünger der dunklen Seite aus Star Wars. Also von dem her fällt mir das nicht schwer. Ich bin schon die dunkle Seite verfallen. Also lasst euren Hass freien Lauf und reißt wirklich alles mal hier in Stücke. Lasst es euch gut gehen. Adieu. 20, hallo 2021, auf das du besser mögen würdest als alles davor. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.